Zum zweiten Mal war die beeindruckende Kirche des Kloster Fürstenfeld Kulisse für den Concorso Sportivo, einem Konkurs für Rennen und Sportfahrzeuge. Auch in diesem Jahr waren wieder echte Kostbarkeiten auf der Wiese vor dem Kloster zu sehen. Echte Renngene trägt der Skoda Rapid Monte Carlo, Baujahr 1938, der von der Jury mit dem begehrten Preis Best of Show ausgezeichnet wurde. Von diesem außergewöhnlichen Stromlinienfahrzeug gibt es nur noch 2 erhaltene Exemplare weltweit. Der perfekte Erhaltungszustand, die Eleganz und die ausführliche Dokumentation über dieses Fahrzeug überzeugten die Jury. Den zweiten Platz besetzte ein noch älteres Fahrzeug. Der OM Superba Mille Miglia erhielt gleich 2 Preise. Zum einen den Klassensieg Forza Italia, dem Motto, unter dem der diesjährige Concorso Sportivo lief, und zudem den Preis der Klasse Mille Miglia Fahrzeuge. Den dritten Platz des Gesamtklassements erhielt der Besitzer des Ferrari 365 GTB-4A. Er wurde ausgezeichnet in der Klasse Best Sports Cars. Auch in dieser Klasse war die Entscheidung für die fünfköpfige Jury nicht leicht. Denn besonders bei den aufgereihten GT-Modellen fiel die Entscheidung sehr schwer. Dort gesellte sich der ISO 3500 GT neben dem Ferrari 250 GT, Maserati 3500 GT mit superleggere Karosserie, Nashili und dem Fiat 2500 S Ghia Abarth. Gleich daneben konnten die Besucher der Motorworld Oldtimer-Tage Fürstenfeld 2 Giganten der automobilen Renngeschichte bestaunen: den Lokomobil und den noch größeren American La France. Der 6-Zylinder-Reihenmotor des Lokomobil, Baujahr 1916, hat einen Hubraum von ganzen 8,6 Litern. Der American La France steht diesem in nichts nach und zeigt seine brachiale Kraft schon, wenn der Motor läuft. Immer wieder konnten sich die Besucher vom Sound der beiden Dinosaurier überzeugen. Dafür erhielt der Besitzer des American La France den Preis für Best Performance und der Besitzer des Lokomobil den Preis Best in Class Prevo Cars. Zwei amerikanische Rennlegenden konkurrierten um den Preis Best Sound. Zum einen der letztjährige Gewinner des Best of Show Cheetah GT, auf der anderen Seite der Chevrolet Biscayne, ein Viertelmeilenrennwagen mit originaler Kriegsbemalung. Der Alfa Romeo GT Junior Bertone wurde zum Best-in-Class Race Cars gewählt. In diesem Jahr stand der Concorso Sportivo ganz unter dem Motto Forza Italia. Zugelassen wurden vor allem italienische Renn- und Sportwagen und Modelle mit italienischer Karosserie. Aber auch Fahrzeuge, die in der internationalen Konkurrenz standen. In dieser Klasse wurde der sehr seltene Bitter CD mit dem Klassensieg Best in Class Concorso Internationale ausgezeichnet.